Mein Name ist Michael Bozem, ich arbeite bei der Firma BET in Karlstein und wir sind Generalunternehmer für Rechtszentrumsbau. Früher hat man, sag mal, für jedes Signal ein einzelnes Kabel gezogen, hat analoge Signale verarbeitet und gestellt. Heute gehen wir in Richtung Digitalisierung, das heißt, wir haben verschiedene Bussysteme im Gebäude verlegt und holen uns dort die Informationen von den Geräten ab, die alle irgendwelche digitalen Schnittstellen haben, und haben einfach den Vorteil, dass wir kommunikativ mehr Informationen von den Feldgeräten abholen können und verarbeiten können und damit einfach das Gebäude intelligenter machen können. Naja, die Nutzer an sich haben ja den Mehrwert, dass einfach die Schnittstelle zur Regelung oder zur Steuerung für die eigenen Bedürfnisse einfacher und bequemer funktionieren. Wir hier bei OWP12 haben unterschiedliche Arten von Sensoren, Aktoren verbaut. Sensoren heißt Temperaturfühler, Aktoren heißt Regelventile. Wir haben sowohl Regelventile, die intelligent sind, die kommunikativ angebunden werden, die umschalten zwischen Heizen und Kühlen, die 0 bis 100% regeln können. Wir haben intelligente Jalousiensteuerungen. Dadurch, dass ich intelligente Geräte hier vor Ort habe, kriege ich eine Menge an Daten heraus, die ich auswerten kann. Immer hinsichtlich energieeffizient, immer hinsichtlich Kosten, Zeit, was heutzutage natürlich eine große Rolle spielt. Ja, vielleicht am Beispiel des Regelventils, die wir hier oben an den Deckenelementen für die Deckenpanels verbaut haben. Allein so ein Regelventil hat allein 100 Datenpunkte, die ich abfragen kann. Diese Informationen, die habe ich einfach in der Cloud und sehe die wirklich an meinem PC und kann herauslesen, wo ist denn eigentlich mein Fehler am Regelventil? Früher war es einfach so, ich bin jedes Jahr auf Wartung gegangen. Teilweise auch, wenn gar keine Probleme vor Ort waren. Jetzt habe ich einfach die Einsicht über die digitalen Daten und kann bedarfsgerecht Personal herausschicken. Es ist heutzutage bewiesen, dass, wenn ich am Anfang mehr Kosten in die Gebäudeautomation stecke, dass der Lebenszyklus für ein Gebäude, was sehr interessant ist für die Nutzer, am Ende günstiger wird zum Betreiben.